Willst du mal auf die zusteuern, damit die ausweichen müssen? Deutsche Abendunterhaltung heute mit Polarforscher Arvid Fuchs. Exklusiven Footage von seinen Expeditionen und Lars und Andreas beim Segeln. Herzlich willkommen zur neuen deutschen Abendunterhaltung an meiner Seite. Wie könnte es anders sein? Andreas Links. Neben mir ist Lars Pausen und ich sehe schon, Mensch, da hast du so einen neuen Style, dieses Gestreifte. Steht dir gut? Hast du dir da ein bisschen was abgeschaut von unserem Segelturn? Ich muss sagen, ich habe schon so ein bisschen Blut geleckt. Also in meinem Körper fließt im Prinzip jetzt Salzwasser oder vielleicht auch Alsterwasser. Im Endeffekt habe ich ein Alsterwasser gesoffen. Ja, so ist es. Wir waren gestern segeln auf den Spuren unseres heutigen Gastes, Arvid Fuchs, der ja schon einige Abenteuer hinter sich hatte und Extremsituationen überlebt hat. Und wir haben uns gedacht, was könnte man Gefährliches, Extremes hier in Hamburg tun und haben deswegen einen Schnupperkurs im Segeln gemacht. Ja. Das war so unser Ding. Ich glaube, das kommt so in etwa ran an die Errungenschaften von unserem heutigen Gast. Aber dennoch, bei aller Freude müssen wir natürlich auch sagen, ihr habt es vielleicht im Branchen-News vernommen, die Late-Night-Landschaft in Deutschland ist wieder ein bisschen kleiner geworden. Nach 18 Jahren hat der SWR gesagt, die Pierre M. Krause-Show wird eingestellt. Pierre M. Krause war ja auch letztes Jahr hier im Bällebad, hat Platz genommen. Peace out natürlich an unseren Kollegen, wie man so sagt. Und man muss wirklich mal sagen, Respekt an die Kollegen. Was die mit so einem kleinen Team da Woche für Woche auf die Beine stellen, ist, glaube ich, deutschlandweit einzigartig, oder? Ich glaube, es ist auch gar nicht möglich, tatsächlich da was Gutes auf die Beine zu stellen. Nein, aber sind wir jetzt eigentlich, überlege ich mir gerade mal so, die am längsten laufende erfolglose Late-Night-Show Deutschlands? Das ist denkbar auf jeden Fall. Aber was wir haben, das sage ich dir, das ist live und in Farbe eine Hausband. Klar, sonst wären wir ja auch keine richtige Late-Night-Sendung. Marc Lehmann und die treue Bagatelle. Marc Lehmann, Felix. Ja, Jungs, ich hänge hier fest. Ich krieg die Tür nicht auf. Ich hatte das ja gesagt, dass sie repariert werden muss. Och, tausendmal nee. Schon. Ich komme hier nicht mehr raus, die ist zu. Wie, du kommst nicht raus? Komm raus da! Oh Gott. Hallo? Alles muss man selbst machen. Marc! Komm ran jetzt! Es klemmt, es klemmt. Aber er ist definitiv da, also ich habe ihn ja gesehen. Ja? Ja, er ist wirklich da drin, ich schwöre. Ja, gut, dann hören wir ihn halt einfach nur, oder? Gut, dann würde ich sagen, hören wir jetzt erstmal was von unserem Gast, der heute da ist und diese Sendung hier aufwerten wird. Er ist Polarforscher. Er war im selben Jahr am Nord- und am Südpol unterwegs mit Reinhold Messner in der Antarktis. Macht seit einem halben Jahrhundert Expedition. Heute sagt er, Mensch, das Bällebad, das würde ich gerne mal erkunden. Da würde ich mal sehen, was da so drin rumschwimmt. Heute ist er bei uns. Sein letztes Buch heißt Das Eis schmilzt. Und das hoffe ich natürlich gleich, dass das im Talk auch passiert. Hier ist Arvid Fuchs. Einen schönen entspannten Ausflug erlebten wir wohl alle schon mal im warmen Süden auf Sardinien oder Malle. Nichts gegen das, was der Arvid so schön fand, statt Spanien und Italien, Nordpol oder Grönland alle Expeditionen zu nennen. Schaffe ich niemals Kap Horn oder Spitzbergen im Auftrag für das Klima, Jahrzehnte unterwegs und noch lange nicht Schluss. Denn ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Die treue Bagatelle! Vielen Dank an Marc und Felix und vielen Dank an Arvid, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, gerne. Wenn man so ein bisschen auf dein Leben zurückblickt oder wenn du zurückblickst, dann musst du ja sagen, du hast einiges erlebt. Du hättest aber auch einfach gemütlich auf der Couch sitzen und ein Eis essen können. Wieso hast du lieber Expeditionen in selbiges gemacht? Also Eis esse ich sehr gerne und sitze auch ab und zu auf der Couch, aber das als Lebensinhalt war mir immer ein bisschen zu dünn gewesen. Also nein, ich bin jemand gewesen, der immer Spaß an Natursportarten hatte, an Leben draußen in der Natur. Naja, und entsprechend habe ich mich dahin entwickelt. Also das viele haben dann irgendwann gesagt, wenn du so ins Erwachsene, wenn du jung bist, dann sagen die Leute, okay, das ist so jugendliche Spinnerei, da wird das toleriert. Aber wenn du dann so ins Erwachsenealter reinkommst, dann heißt das, nun werd mal endlich vernünftig und mach mal was Richtiges. Und ich bin aber irgendwie nach den Maßgaben anderer nie vernünftig geworden, aber nach meinen eigenen Maßgaben vernünftig geblieben und habe das deshalb alles so umgesetzt. Wie hat sich denn gerade ins Eis gezogen? Gab es auch so andere Gebiete, die du hättest vorstellen können? Irgendwie Expeditionen an Vulkane, Tiefsee, irgendwie sowas?
Ja, also mich hat eigentlich alles interessiert, was draußen unter freiem Himmel stattfand. Also Natursport, Arten, aber nicht nur das, sondern ja, also ich habe immer viel gelesen. Und so diese Bücher über die alten Entdecker und Forscher, über Fridtjof Nansen und wie sie alle geheißen haben, Fernando Magellan. Ich habe die Bücher verschlungen, genauso wie Karl May oder sonst irgendetwas. Also das waren so die Bücher meiner Jugend und damit bin ich groß geworden und habe gesagt, also Mensch, das ist eigentlich toll, diese Auseinandersetzung mit der Natur, also nicht irgendwie die Natur beherrschen oder sie bezwingen oder so, das ist ja völlig aberwitzig und unsinnig, also Natur kann man nicht bezwingen oder beherrschen, aber man kann sich mit der Natur arrangieren und das ist so eine Lehre, die ich damals für mich daraus gezogen habe und deshalb habe ich angefangen, also erstmal auch so eine Standortbestimmung zu machen, wo bist du zu Hause, ich bin in den Tropen gewesen, in den Wüsten, habe aber immer einen ganz starken Hang zum Meer gehabt. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass meine Großeltern auf Sylt lebten und ich als kleiner Knirps dann immer am Strand von Westerland stand und übers Meer geguckt habe, in der Nordsee schwimmen gelernt habe und deshalb war also irgendwie dieses Seefahrer-Gen irgendwie in mir fest verankert und dann habe ich irgendwann einfach mal so die erste Reise nach Grönland gemacht und ich kann das so rational gar nicht sagen, warum das so war, aber da ist, als wenn so ein Schalter umgelegt worden ist. Also es war einfach so, das hat mich emotional so gepackt, diese Region, dass ich gesagt habe, also wow, hier musst du einfach mehr Zeit und Arbeit investieren und das habe ich dann getan. Du hast, bevor du das erste Mal in so kalte Temperaturen vorgedrungen bist, hast du meines Wissens nach zu Hause etwas probiert, um an die kühlen Temperaturen dich zu gewöhnen. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist so Learning by Doing. Ich habe ja damals auch ganz wenig Kohle gehabt. Also ich konnte mir das ja nun nicht irgendwie mal leisten, nach Skandinavien zum Training zu fahren oder gar nach Grönland oder sonst wohin. Ich bin da dann pragmatisch rangegangen und habe gesagt, also wenn du wirklich die Erfahrung sammeln willst, dann muss man hier bei uns ja auch irgendwie Kälte simulieren können. Mhm. Und das sah dann so aus, dass ich bei einer Großschlachterfrei bei uns in der Nähe angefragt habe, ob ich nicht einmal in deren Kühlräume dürfte. Und die haben natürlich an meinem Verstand gezweifelt und es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, bis sie dann gesagt haben, ja gut, wir haben hier so etwas, das dürfte deinen Ansprüchen genügen, das nennt sich Schockgefrierraum. Und der lässt sich bis auf minus 37 Grad Celsius runterregeln. Das bitte sehr, dürfe ja nun wohl kalt genug sein. Das ist wunderbar. Genau das, was ich suche. Und dann habe ich mir, weil ich auch damals kaum Ausrüstung hatte, mir das so zusammengeliehen und habe dann also mehr schlecht als recht dann so eine Nacht da im Kühlraum zugebracht und wusste, dass die Ausrüstung nicht reichte. Habe dann so ein bisschen Learning by Doing dann also eben auch mir andere Ausrüstungsgegenstände besorgt und immer wieder dann in Abständen da mal übernachtet. Naja, und weil das alleine ziemlich öde ist, in so einem Kühlraum unter gefrorenen Schweinehälften zu liegen, habe ich dann immer einen Freund überredet, mit mir mitzukommen. Und das war aber nie zweimal der gleiche. Ich musste mir jedes Mal einen neuen suchen, der da mitkam. Aber so habe ich so auf bisschen so empirische Art und Weise einfach Erfahrung gesammelt. So lustig, weil ich vor der Sendung zu Arvid gesagt habe, es ist ein bisschen kühl im Bällebad, kleine Vorwarnung. Aber gibt es einen unpassenderen Gast, wo man sowas sagen kann? Der Mann war in der Arktis unterwegs. Nun klingt es natürlich alles immer so abenteuerlich und man stellt sich vor, irgendwie ist das total cool, man will das auch mal machen, aber es gab ja sicherlich auch gefährlichere Situationen. Erinnerst du dich vielleicht an so eine Situation, wo du gemeint hast, oh, schade, dass ich das oder diese Erfahrung gar nicht mehr teilen kann, weil das könnten meine letzten Stunden gewesen sein? Ja, ich glaube weniger das Gefühl, dass ich das nicht teilen kann, als man hat einfach in dieser Situation Schiss gehabt. Also das war einfach so, wie ich auf so einer Solo-Expedition, das liegt lange her, in der kanadischen Arktis unterwegs war, minus 40 Grad. Und dann war da plötzlich ein Eisbär. Und ich meine, die leben da halt. Das ist deren natürliches Umfeld. Und ich habe den erst gesehen und dann, man hat immer eine Waffe dabei, weil das ist auch eine Vorschrift der Regierung. Und habe dann also mehrfach in die Luft geschossen und ins Eis und den Knall, den mögen die nicht, ist er abgehauen. Aber das Verhängnisvolle war, dass er dann in der Nacht, wo ich alleine in meinem Zelt lag, wiedergekommen ist. Und das hört sich so an, als wenn jemand so einen schweren Skistiefeln so durch den Schnee stapft, wenn er so ums Zelt herumgeht. Naja, ich habe dann natürlich mucksmäuschenstill da gelegen und habe gedacht, vielleicht bemerkt er dich ja nicht, aber das
war natürlich nicht der Fall. Und er ist dann irgendwann angefangen, so mit so einem Prankenhieb das Zelt Gott sei Dank am Fußende zu zerreißen. Da habe ich einfach das Gewehr, das neben mir lag, genommen und in die Luft geschossen. Und durch den Knall ist er dann wieder auf Distanz gegangen. Oh. Aber mein Selbstwertgefühl hat einen erheblichen Knacks damals bekommen. Einfach nur so ja, die Vorstellung, dass du nichts anderes als eine potenzielle Mahlzeit für einen hungrigen Eisbären bist. Mein Zelt war ruiniert, kaputt. Und der Bär war dann immer noch in der Nähe geblieben. Und das war natürlich, der lebt da, der friert ja auch nicht. Aber ohne Zelt und ja, auch mit der Sorge, dass er irgendwann wiederkommen würde, war das schon ganz eigenartige Erfahrung. Und da hat man natürlich einfach auch Angst. Und weil man weiß, dass der einem so himmelhoch überlegen ist und man ihn eigentlich nur durch dieses blöde Gewehr da irgendwie auf Distanz halten kann. Aber er blieb dann auch immer in größerer Entfernung. Und ich habe dann aber Gott sei Dank so eine Gruppe von Inuit getroffen, die dort unterwegs waren. Den habe ich mich dann angeschlossen und war dann gesaved sozusagen. Aber das war schon eine Erfahrung, die man nicht unbedingt ein zweites Mal erleben muss. Und ich weiß nicht, teilen muss ich sie auch nicht unbedingt. Nee. Wahnsinn. Wo du gerade Eisbären ansprichst, du hast uns ja auch ein bisschen Bildmaterial mitgebracht. Seit 1988 hast du auch dein eigenes Schiff. Da wurde ich geboren, um das mal in eine Perspektive zu bringen. Und wir sehen ein bisschen was. Erzähl mal, was sehen wir da für Bilder? Welche Expedition war das? Ja, das ist eine Grönland-Expedition gewesen nach Ostgrönland. Das Schiff ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Das ist also ein ehemaliger Fischereischiff in Dänemark gebaut. Und ich habe das damals umgerüstet für die Polarexpedition. Ich wollte ein Schiff haben, was im schweren Wetter, also bei Stürmen unterwegs sein kann, was aber auch eisgängig ist. Das ist auf den Lofoten eine Winterreise. Da sind wir einen Tag nach Heiligabend sind wir zu den Lofoten gesegelt beispielsweise. Um bei der Fischerei dabei zu sein. Naja, und schlechtes Wetter kann das Schiff ab, wie man hier sieht. Also das sind schon ganz ordentliche Wellen, die man dort auf dem Weg in die Antarktis hat. Und so dieses Schiff ist so eine, ja, das ist einfach auch eine treue Begleiterin geworden. Aber wir sind natürlich auch anders unterwegs, mit Hundeschlitten, mit Skiern, wie man hier sieht. Also im Winter kann man da nicht mit dem Schiff fahren, da ist alles eingefroren. Aber man kann dann eben halt auf die anderen traditionellen Fortbewegungsmittel umsatteln sozusagen und Hundeschlitten fahren, das ist total genial. Also wenn man es kann, natürlich, nicht? Das Hundeschlitten fahren hast du gelernt bei den Inuit, ist das richtig? Ja, ich hatte, nachdem ich also meine so die ersten Lehrstunden in den Tiefkühlräumen bei der Großschlachterei absolviert hatte, habe ich gesagt, nun geht's ja weiter. Also du musst ja irgendwie weiter lernen. Und ich war einmal in Grönland gewesen, habe festgestellt, das ist schon schwierig, sich dort zu behaupten. Und du brauchst da, und das gibt ja nun keinen, der dich an die Hand nimmt und sagt, so musst du eine Ausbildung machen. Sondern ich habe gesagt, diejenigen, die das wirklich können und wissen, das sind halt die Inuit. Und bin dann nach Kanada gegangen, in die nördlichste kleine Siedlung, und die wollten mich erst gar nicht haben, weil sie Angst hatten, sie müssten Babysitter spielen für mich, aber ich konnte mich dann da irgendwie dann doch so weit durchsetzen, dass sie mich akzeptiert haben. So, und da habe ich all das gelernt, eben auch Hundeschlitten fahren und sich ohne Kompass oder irgendwelche Hilfsmittel anhand von Schneedriften orientieren, dünnes brüchiges Eis vom tragfähigen Dicken zu unterscheiden, einen aufziehenden Polarsturm rechtzeitig zu erkennen. Also all diese Dinge, die für die Menschen ja lebensnotwendig sind. Und das sind aber Werte, die einem vermittelt werden können, wenn man einen entsprechenden Lehrer hat und wenn man es selbst zulässt und auch die nötige Zeit mitbringt. Und deshalb habe ich monatelang immer wieder bei denen gelebt und verbracht und all diese Dinge gelernt. Du hast schon einige Stichworte genannt und wir haben schon ein paar Bilder auch gesehen. Was würdest du sagen, neben Eisbären, was sind denn da so die größten Gefahren im Eis? Na, das ist natürlich die Kälte erstmal, nicht? Also, ja, wenn du so bei minus 40 Grad eine Tasse mit siedendem Wasser in die Luft wirfst, dann kannst du zusehen, wie das in der Luft kristallisiert. Wenn es zu Boden fällt, ist es zu Eis geworden. Oder dir frieren, wie wir zum Nordpol unterwegs gewesen sind, da haben wir bis zu minus 56 Grad gehabt. Und das ist frisch, kann ich dir sagen, wenn du unterwegs bist. Und, also da frieren dir die Augenlider zu, oder du kannst dir durchs, wenn du zu heftig atmest, kannst du dir die Bronchien, die Lungen erfrieren. Und so Fleisch gefriert innerhalb locker von einer Minute. Also nicht, dass es steinhart ist, aber du hast Erfrierung so an der Oberfläche, an der Haut. Und das darf natürlich alles so nicht passieren. Und deshalb musst du wirklich das Handwerk des polaren Reisens lernen.
lernen, du musst die Körpersignale richtig deuten, denn es ist ja oftmals so, dass, dass es nicht, Kälte nicht sich so äußert wie hier, dass du eine Gänsehaut kriegst und mit den Zähnen klapperst, sondern das tut einen Moment weh und dann ist es gefühllos. Mhm. Und dann und auch vom Kopf her, du verlierst die meiste Wärme über den Kopf und das äußert sich dann dahingehend, dass du ja, nachlässig wärst, das ist dir alles egal, nicht? Also wirst müde und also dieses Erfrieren äußert sich eigentlich so in so eine Art Erschöpfung, Müdigkeit, Gleichgültigkeit und dann dämmerst du so rüber und wachst nicht mehr auf. Und da musst du eben aufpassen, auch wenn du mit Leuten unterwegs bist, dass du immer wieder, wollen wir sagen, den anderen kontrollierst. Verhält er sich eigenartig? Was macht er? Warum zieht er jetzt die Handschuhe plötzlich aus? Oder sowas. Und da ist also dieses Self-Controlling, wenn ich es mal so sagen soll, und das auch gegenseitige Kontrollieren ganz, ganz wichtig. Bisschen wie so ein Tiefenrausch dann wahrscheinlich beim Tauchen. Wenn du irgendwie das ist so ein bisschen, also du driftest so langsam in so eine Gleichgültigkeit ab. Und oder auch wenn du kalte Füße hast, die Erfrierung, wie ich sagte, gehen ja so schnell, dass wenn du merkst, die Füße werden kalt, dann musst du sofort was machen. Du kannst, wir haben einen dabei gehabt, der wollte dann nicht das ganze Team aufhalten, weil das dauert ja und jeder will weitergehen und ist einfach weitergegangen. Der hat sich ganz schwere Erfrierungen an den Füßen zugezogen. Einfach Dinge, die man hätte vermeiden können, wenn man rechtzeitig etwas dagegen unternommen hätte. Diese Gleichgültigkeit, hast du die auch schon mal gespürt und wurdest dann von einem Partner gerettet? Doch, diese Gleichgültigkeit ist bei Unterkühlung immer ganz leicht. Ich habe es mal bei einer Wildwasserexpedition im Norden Kanadas auch gehabt, wo ich gekentert bin und mit dem gekenterten Boot dann in so 4 Grad reißenden Wasser, so Stromschnellen, ohne Trockenanzug den Fluss runtergetrieben bin. Und weil das weit war und ich nicht an Land kam, merkte man so, dass die Körperreaktion nachlassen. Und irgendwie habe ich dann aber irgendwie auch so ein Instinkt, so einen Überlebenswillen gehabt, so einen zweiten Wind, der dann kam, der mich dann doch noch irgendwie ans Land gebracht hätte. Ich glaube, hätte es ein paar Minuten länger gedauert, dann wäre ich bewusstlos geworden. Also das ist es ja, durch Unterkühlung wird man irgendwann bewusstlos und in dem Fall ertrinkst du dann infolge der Bewusstlosigkeit. Also das sind so Erfahrungen, die man nicht unbedingt haben muss, aber die man natürlich auf solchen Expeditionen durchaus durchleben kann. Klingt aber so, also wenn man zurückgeht zu den ersten Reisen, zu den Polen, dann ist es ja oft auch damit verbunden, dass wirklich Hunde müssen zurückgelassen werden. Menschen überleben vielleicht gar nicht. Das klingt jetzt nicht so, als wäre das inzwischen leichte Reisen. Selbst wenn man irgendwie Depots hat und Sachen unterwegs parken kann, klingt das trotzdem so, als wäre das immer noch, ja, wenn man nicht aufpasst, lebensgefährlich. Also wenn du mit so einem Schiff, wie wir es gesehen haben, der Dagmaron, so heißt das, irgendwo im Südatlantik unten in der Antarktis in einen schweren Sturm gerätst und, ja, und irgendwas und du über Bord fällst, dann kann dir niemand helfen wirklich. Also die Gefahr ist unmittelbar. Und 40 Grad Kälte fühlen sich heute noch genauso an wie vor 100 Jahren. Also und die Gefahr, Erfrierung irgendwie davon zu tragen, sind auch die gleichen. Also es ist oftmals so, das erlebe ich auch gerade so bei neuen Teammitgliedern irgendwie so eine trügerische Sicherheit nach dem Motto, wir haben ja GPS und wir haben Satellitentelefon und wir können ja irgendwie alles machen. Aber das nützt dir alles nichts, weil Hilfe dann so weit weg ist, dass dir keiner helfen kann. Also deshalb ist das immer ganz gut, so ein bisschen back to the roots zu gehen, also zurück zu überlegen, wie gehe ich denn um mit solcher Situation und lass mich nicht einlullen von irgendwelchen vermeintlichen elektronischen Krücken in diesem Falle, die wir natürlich auch alle mittlerweile nutzen. Natürlich haben wir heute ein GPS dabei, aber ich kenne es eben auch noch anders und vor allen Dingen darf man diese Dinge nicht überbewerten, sondern man muss immer in der Lage sein, ich sag mal auch so ein bisschen mit archaischen Mitteln irgendwie sich zu behaupten. Du hast gerade von neuen Teammitgliedern gesprochen. Was für ein Typ Mensch muss man sein, um so eine Expedition mitzumachen und welche Charaktereigenschaften sind vielleicht auch ja nicht so förderlich? Also fangen wir mal mit den Charaktereigenschaften an. Also im positiven Sinne, was wir brauchen, das ist eine soziale Kompetenz. Die Menschen, die dort mitkommen, ob Frauen oder Männer, es sind ja immer gemischte Teams bei uns, auch verschiedene Altersstrukturen sind da drin. Die müssen erstmal sich selbst mögen, das ist auch ganz wichtig. Und sie müssen auch andere Menschen mögen. Also sie müssen verträglich sein, sie müssen auch mal ein Auge zudrücken, wenn der eine vielleicht mal schlecht drauf ist und nicht gleich irgendwie deshalb eine Grundsatzdiskussion vom Zaun bringt.
sprechen. Siehst weil klar. Am nächsten Tag ist er vielleicht selbst auch mal davon betroffen. Das ist das eine. Also das sind so ganz wichtig. Und dann natürlich Kompetenzen, ganz, ganz klar. Also wir brauchen verschiedene Fachkompetenzen. Was wir überhaupt nicht brauchen, sind Selbstdarsteller. Leute, die meinen, also ich bin ganz toll und muss jetzt mal mir und der Welt zeigen, was ich alles kann und was ich drauf habe. Und ich habe keine Angst vor Tod und Teufel und all so ein Hokuspokus. Also Leute, die keine Angst haben, die gehören da nicht hin. Oder die sagen, ich habe keine Angst, weil entweder sind sie nicht überlebensfähig in bestimmten Situationen oder sind nicht ehrlich. Und deshalb ist es mir immer lieber, wenn jemand sagt, Mensch, da habe ich auch ein bisschen Bammel vor einer solchen Situation. Dann kann man den einschätzen, man kann ihm die Angst vielleicht nehmen oder sie relativieren auch und entsprechend vorbereiten. Also das sind so diese Charaktereigenschaften, die wir brauchen. Und dann natürlich Spaß an der Natur, an der Aufgabenstellung, Spaß und Freude an der eigenen Leistungsfähigkeit, auch mental wie physisch. Das ist ja nicht immer nur, dass die Physis da nun man fit sein muss, sondern ich muss das ja alles, auch die Eindrücke mental verarbeiten. Also das ist ganz wichtig, die Voraussetzung, die Crewmitglieder mitbringen müssen. Wir haben auf jeden Fall noch einige weitere Fragen, müssen aber ganz kurz eine Pause machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau so ist das. Und dann checken wir mal, wie hoch unsere Leistungsfähigkeit ist bei einem Schnuppersegelkurs. Nicht ganz vergleichbar mit den Abenteuern von dir, Arvid, aber vorher gibt es ein kleines bisschen Werbung. Bis gleich. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah, keine Ahnung. Also da habe ich längst den Überblick verloren. Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast. Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefeedet, du. Da ist der Nexus freiwillig zersprungen, das kann ich dir verraten. Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers. Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er-Pace oder so. Meine Herren, du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45€ Amazon-Gutschein sichern. Willkommen zurück zur neuen deutschen Abendunterhaltung an unserer Seite. Hier im Bällebad ist immer noch Arvid Fuchs und wir haben uns ähnlich abenteuerlich in abenteuerliche Gebiete gewagt in Hamburg. Andreas, was war da? Wir haben uns die größte Herausforderung gesucht, die es hier in Hamburg nun mal so gibt. Und das sind die tosenden Stürme auf der Außenalster. Wir haben gesagt, Moment mal, wir lassen uns inspirieren von Arvid Fuchs. Wie ist das eigentlich so auf der offenen See? Mit der Natur im Einklang, wo man wirklich sagt, hier zählt eigentlich das Überleben. Ein Schnupperkurs im Segeln war die größte Herausforderung für Lars und mich. Ob wir wirklich seetauglich sind, das sehen wir jetzt. Sollten wir nicht noch Kostüme bekommen? Nee, ich glaube nicht. Es geht los, geht los. Die Außenalster, reißendes Gewässer. Hier trauen sich wirklich nur die erfahrensten Matrosen drauf. Und das wollen wir heute lernen. Auf den Spuren von Arvid Fuchs segeln. Ja, es ist gefährlich, Andreas. Wer weiß, ob wir das überstehen. Wer weiß, ob wir die 5.000€ Kamera und Tonequipment ins Wasser schmeißen werden. Das soll allerdings verhindert werden. Und deswegen haben wir natürlich jemanden an die Seite gestellt bekommen, der das besser kann als wir. Und zwar den Dominik. Und der bringt uns das heute mal ein bisschen bei zu segeln. Sag mal, weißt du, an wen du mich erinnerst? Didi Hallervorden im Flasche-Pommes-Sketch. Okay. Und da ist auch schon Dominik, hallo. Hi ihr beiden, hallo. Schön, dass ihr da seid. Sag mal ganz kurz, wer bist du, was machst du hier und wo sind wir hier? Ich bin Dominik Runge, wohne hier in München, Hamburg, Entschuldigung. Ah. Und ich bin inoffizieller Trainer beim kleinen Segelverein und segel auch sehr leidenschaftlich gerne seit vielen Jahren und
freue mich darauf, euch gleich das Schnuppersegeln beizubringen. Sehen wir so aus wie Typen, die es drauf haben? Das passt schon. Okay. Was ist, wenn man nur eine funktionierende Schulter hat? Dann ist man nicht segelfähig. Okay, dann schönen Abend euch. Ciao. Genau. Uiuiui, okay. Da kommt mir schon das Segel entgegen hier. Dann komm mal wieder ein bisschen näher ran. Ja, geil. So, einmal nach links oder nach rechts ziehen, was auch immer du haben möchtest. Ja, ich will erst links. Genau, hier ein bisschen lösen an der Schlaufe. Sehr schön, abmachen. Zack. Und dann einmal rüberziehen. Halt die Kiste ruhig, Lars. Jawohl. Jetzt darfst du nach hinten reinkommen. Aha. Ich würde mich dann langsam ins Bordbistro verabschieden. So, ganz kurz zuhören. Schlaufe kommt an die Klampe drumherum. An die was? Die Schlaufe kommt um die Klampe drumherum. Die Klampe. Später. Der Karabinerhaken, das große Stück, kommt dann an den Metallring bei der Boje. Ah, ja, verstehe. Okay. Grob über die Krampe. Genau. Nicht Krampe, Klampe. Klampe. Ja, richtig. Im Internet ist man das so gewohnt, dass man immer zurückrudern muss. Fühlt sich so komisch an, nach vorne zu gehen. Gerne in der Hocke bleiben. Danke. Ich spring rein ins Wasser. Vorne drehen. Nein, da bleiben bitte. Okay. So, einmal drum. In die Hand nehmen den Ring, genau. Zack. Geil. Kannst loslassen und die Schlaufe drumrum. Ja, ist passt. Drum. Und loslassen. Sehr fertig. Gut. Ach, toll, Lars. Na, so schwer ist es doch nicht, oder, Andreas? Nee. Okay. So, einmal das Blaue da aus der Klampe rausnehmen, bitte. Raus aus der Klampe? Nee, stopp. Schau mal, das schwarze Ding. Da aus der Curryklemme, da rausnehmen, nach unten. Das Seil, das Segel, nein, stopp. Da? Aus der Curryklampe. Curryklemme. So, und rausziehen? Nee, nur loslassen. Nicht, ne? Damit gewährleiste ich, dass das Segel frei sich entfalten kann. Was, du Idiot? Ich sterbe! Soll ich das halt festhalten oder nee, so? Nee, ins Cockpit kommen. Komm ins Cockpit! Ja, aber ich werd geköpft! Mann, du bist da ohne Sonnenschutz da draußen. Okay, ich nehme auch den Dings hier wieder weg aus der Curryklemme, ne? Ja, bitte, und einmal mitnehmen. Du ziehst einmal an der Schulter raus. Ziehen. Die was? Das nee, hier. Einmal das? Nur ziehen. Die große bleibt hier immer in der Mitte. Aha. Das ist die Pinne, damit steuerst du das Boot. Ach komm, jetzt irgendwann hast du angefangen, die Begriffe auszudenken, oder? Das kann doch nicht sein. Das sind alles Fachbegriffe. Gibst du mir die Ralle mal vorne noch? Das ist wie Hamburger Begriffe für Brötchen. Das ist auch 20 Stück. Kann doch nicht sein. Das ist ein Seil halt. Weiß-blau. Und? Guck mal, der Kollege ist so angezogen wie wir. Der nimmt es auch richtig ernst. Der nimmt es richtig ernst, das Segeln. Das ist ja toll. Gibt's einen Gruß? Wie weit kämen wir denn jetzt hier aufs offene Meer raus, wenn wir mit der Kaschemme losfahren würden? Also, oder würden wir sagen, wir würden da anhalten, weil wir nicht unter die Brücke passen. Ja, Gottes Herr. Also ist sowas wie Gibraltar komplett unrealistisch für heute Nachmittag. Wenn du einen legefähigen Mast hast, ist das möglich. Okay, also ist legefähig ist Must-Have quasi für einen Mast. Okay. Würden wir uns jetzt eigentlich schon Extremsportler schimpfen? Nein. Gut. So, ich mach mal ein bisschen die Fock schon dicht. Aha. Wenn wir jetzt hier untergehen würden, wie tief würden wir sinken? Dein Kopf würde unter einer Oberfläche kratzen. Das wäre ein erbärmlicher Unfall. Das ist aber eine ganz gute Frage. Ich frage mich auch immer, wie tief können wir eigentlich noch sinken? Alles andere, Motorboot, Paddelboot, Drehboot, Stand-Up-Paddler, Wattergeier, Schlauch, hat alles keine Vorfahrt. Das ist ein rechtsfreier Raum. Wir könnten jetzt unser Beiboot hier, was ja ein Motorboot ist, jederzeit einfach umstoßen und wir hätten recht. Wir sind im letzten Moment sind wir ausweichpflichtig, aber rein theoretisch müssten die ausweichen. Okay. Weil sie können jederzeit lenken, bremsen, whatever. Das finde ich gut. Willst du mal auf die zusteuern, damit die ausweichen müssen? Wir haben recht! Das war gekonnt und gewusst. Wie hat sie das Dings gelöst? Direkt. Guck hier. Hey, das hat mir gut gefallen. Wir sind im Recht, ihr Penner! Also, ich mach's einfach mal vor, sag dabei, was ich tue und ihr schaut zu. Dann sage ich mal, Mann über Bord. Mann über Bord! Mann über Bord! Oh nein! Ich falle ab und vier auf. Du zeigst mir, wo die Boje ist. Halten. Hier ist die Boje. Wo? Das kann ich. Kurze Kuhwende, ist klar. Reh. Kuhwende! Wow. Da ist die Boje. Kuhwende bedeutet, ich kreuze meinen eigenen Kurs.
Das ist die leichteste Aufgabe, die ich bisher hatte. Finger rein. Und selbst das Finger rein, Finger rein, Finger rein. Finger rein, hast du nicht gehört? Meine Schulter ist dabei schon ausgekugelt. Rein da, du. Ah, nee, kommt auf meiner Seite. Kommt auf deiner, links. Ich soll ich zeigen? Alles gut. So. Alles und gut. Rein und wieder. Das war ein Manöver. Stark. Nein, 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 der lebt noch. Haben wir an Nase und Mund gleichzeitig angepustet. Okay. Was soll ich machen? Einmal, wenn wir Sitzplätze tauschen, hinten rum. Du einmal auf die Seite, bitte. Alter, genau. Füße in die Richtung und dann einmal nur halten. Einfach nur mal austesten, was das Boot so kann. Oh, oh. So in dem Parameter bleiben. Dann kannst du dich austoben. Du kannst dich auf den 10 cm links und rechts austoben. Sag ich bei jedem Date. Jetzt fahre ich natürlich voll hier Karacho auf dieses andere Boot. Ist das gewünscht? Karacho, nein. Gewünscht auch nicht, aber wir werden nicht auf Kollisionskurs sein. Es ist noch weit weg. Okay. Doch, sie nehmen deine Einladung zum Duell an. Chicken Race. Na, traut euch doch. Okay, die trauen sich wirklich. Boah, guck dir das mal an, du. Und warum sind wir jetzt so schräg und stürzen Weil ab? Wind da ist. Okay. Umso mehr Wind, umso schräger. Du kannst auch gerne mal abfallen, das heißt ziehen, ziehen, oh, ziehen, ziehen. Oh Gott, das will ziehen, 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 ziehen. Hui. So, jetzt machen wir gleich eine Wende. Ja. Das heißt, du die Finne in die Richtung drücken und so lange drücken, bis wir einmal in die Richtung fahren. Mhm. Ab. Tauschen? Ja. Gerne, Andreas. Ja. Und halten, 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 halten. Einfach nur zuschauen. Wenn der Baum rüberkommt, die Plätze tauschen. Komm, Phil. Bitte? Bitte? Und rüber, und rüber. Rüber, weit beim Teil. Und weiter, noch ein bisschen ziehen. Warte. Das war eine Wende. Also aber es war nicht so ruppig wie die Wende, die meine Eltern mitmachen mussten, muss ich sagen, aber trotzdem. Ob wirklich aus uns noch echte Seefahrer werden, würde ich mal bezweifeln. Arvid, erinnerst du dich noch an dein erstes Mal auf einem Boot? Dein erstes Mal segeln, wie war das? Naja, mein erstes Boot war eigentlich ein Paddelboot, weil ich weder das Geld noch die Möglichkeiten hatte. Also, aber ich bin immer ich habe mir auch Flöße gebaut und bin hier in Schleswig-Holstein ja groß geworden und auf den Auen da rumgedattelt. Und also Wasser hat immer eine ganz starke Anziehungskraft. Mein erstes Boot war so ein aufblasbares Kanu, wo ich dann in der Nordsee dann schon in den Wellen rumgeschwommen bin. Aber dann bin ich eingeladen worden. Dann habe ich eben halt andere Leute gehabt, die bereits Boote hatte, Bekannte, die mich dann mitgenommen haben. Und ich fand das immer grandios, einfach zu sehen, dass du nur durch den Wind eigentlich überall hinkommen kannst. Nicht? Also mal ein bisschen mühsamer, wenn du aufkreuzen musst und in die andere Richtung willst oder gegen den Wind aufhältst. Das dauert ein bisschen länger. Oder du segelst mit dem Wind oder Raumschutz oder wie auch immer. Also ich fand diese Art, sich fortzubewegen, so grandios. Mhm. Mit der Kraft des Windes einfach voranzukommen. Und dann auf dem Wasser zu sein, was wie gesagt für mich ja irgendwie eine unheimlich faszinierende Naturlandschaft ist. Und zwar wirklich, das muss auch nicht der Ozean sein, das kann auch wirklich die Alster sein. ich habe ja auch früher auf Seen mitgesegelt und so die Basics damals gelernt. Also das ist schon toll, einfach auf dem Wasser zu sein und dann mit so einem Boot. Aber vom Paddelboot hat sich dann irgendwann auf so Boote geführt, wie wir es vorhin gesehen haben, wo da so riesige Wellen über das Deck schwappten. Erinnerst du dich da an dein erstes Mal? Hattest du da nicht irgendwie auch so diesen Moment, wo du dann Todesangst hattest? Und wenn ja, wie geht man damit um?
Naja, man wächst ja mit den Aufgaben. Und das war ja auch das Paddeln. Ich habe ja viele Kajak-Expeditionen unternommen, im Winter um Kap Horn gepaddelt, mit einem Freund zusammen damals. Und versucht, die Nordsee mit Paddelbooten zu überqueren und verschiedene andere Sachen. Aber das ist ja nicht von über Nacht entstanden, sondern wir haben dann natürlich uns darauf vorbereitet, trainiert. Und mich hat immer so ein bisschen diese Aussage von anderen Leuten gestört, das kann man nicht, das geht nicht, das soll man nicht machen, das zu hinterfragen, warum eigentlich nicht und das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Also diese Herausforderung, die habe ich immer gesucht, das ist natürlich sportlich abenteuerlich motiviert gewesen und mit einer guten Vorausplanung ist eben vieles möglich, was auf den ersten Blick unmöglich erscheint. So, und danach bin ich verfahren, aber habe auch ganz schnell gelernt, dass es der Natur ja völlig gleichgültig ist, ob ich da nur überlebe oder nicht, sondern es ist nicht die gute Natur oder die böse Natur, es ist einfach nur die Natur und ich bin Teil dieses ganzen Komplexes und ich muss die Spielregeln beherrschen und mich dort eben halt entsprechend bewegen. So, und so wächst man mit den Aufgaben, man darf sich. Ich glaube, ganz wichtig ist der ehrliche Umgang mit seinen Möglichkeiten. Also wenn ich mich permanent übernehme, dann bringt es keinen Spaß. Also dann stoße ich oder überschreite meine Grenzen und bleibe dann eventuell auch auf der Strecke. Aber wenn ich mit den Aufgaben wachse und an meine Grenzen herangehe, dann kann ich die auch weiter voranschieben. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und so ist es mit der Segelei auch gewesen. Also ich bin ja nicht gleich als erstes um Kap Horn gesegelt, sondern es gab da schon einen Weg dorthin und bin auch, ich habe immer so ein Faible für diese Traditionsschiffe gehabt, bin also damals bei so einem Jugendwerk zur See, Klipper, gibt es heute noch, die so diese wunderbaren alten Traditionsschiffe haben, wo ich dann quasi so als, ja, als Deckhand mitgefahren bin und einfach so die Basics auch mitgelernt habe. Ja, die ersten Schritte haben wir also schon mal gemacht, ja. Die Alster, aus uns kann noch was werden. Dein aktuelles Buch heißt Das Eis schmilzt. Wie düster sind denn die Aussichten? Na, ich möchte gar nicht düster klingen. Also, dass das Eis schmilzt, das ist ja eine Feststellung, die ich schon seit Jahrzehnten gemacht habe, aber die ja nicht nur ich gemacht habe, sondern die, wollen wir sagen, von fundierter Wissenschaft untermauert wird. So, und das weiß man eigentlich schon seit den 70er Jahren, dass das soweit ist. Und es gab ja auch immer diese wunderbaren UN-Klimakonferenzen, die sich jedes Jahr getroffen haben, aber nichts beschlossen haben von irgendeiner Tragweite, sondern das war, so wie Al Gore das mal bezeichnet hat, eine unbequeme Wahrheit und man hat das Problem ausgesessen, verwaltet, aber nichts gemacht oder im besten Fall auch noch verleugnet und ignoriert. Inzwischen kann man das nicht mehr, weil es eben halt tatsächlich dramatisch zurückgeht, das Eis, und das hat Auswirkungen nicht nur auf die Arktis oder die Antarktis, sondern auch auf unser Leben. An der Nordseeküste steigt das Wasser, es wird ein Aufdeichprogramm durchgeführt, der Klimadeich, allein dieses Wording entsteht und ganz viele andere Sachen. Aber was nicht passieren darf, und deshalb wehre ich mich so gegen ein bisschen dieses düstere Bild, dass man die Menschen alleine lässt mit der Perspektive, es ist also alles ganz schlimm, und dann sagen die, naja, dann ist der Zug auch abgefahren, dann können wir jetzt auch nichts mehr machen. Wir müssen Mut machen. Wir haben ja die Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Und es ist, und das ist wirklich auch in dem Buch als positive Essenz festzuhalten, eine ganze Menge passiert. Und ich habe da mal ein bisschen so über den nationalen Tellerrand hinweggeblickt und geguckt, wie machen es die anderen Länder, die gerade so Insellösungen, die Färöer oder Island oder auch Grönland, wie gehen die mit diesem Problem um? Das ist kein Industrieland, wie Deutschland das ist, aber wenn man sich heute überlegt, was wir an erneuerbaren Energien im Gesamtstrommix haben, dann macht das doch Hoffnung. Und das ist das, was ich gerne vermitteln möchte. Ich will das Problem nicht bagatellisieren und oder ich kann es nicht bagatellisieren, weil das Problem evident ist. Und wir brauchen nicht mehr, nicht weniger erneuerbare Energie, wir brauchen noch viel, viel mehr und müssen das fortschreiben. Und insofern habe ich auch dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht jetzt eben für sehr, sehr wichtig gehalten, weil damit eben halt auch der Politik in die Agenda geschrieben wird, dass sie sich mehr darum zu kümmern haben. Das ist zum Thema Generationsgerechtigkeit ganz, ganz wichtig, weil darum geht es. Es geht nicht darum, dass es uns heute irgendwie bequem und gut geht, sondern wir haben auch die verdammte Pflicht und Aufgabe, es den nachfolgenden Generationen auch entsprechend lebenswert zu gestalten.
Hoffnung hat dann dir sicherlich auch die Fridays for Future Bewegung gemacht. Du hast darüber auch in deinem Buch geschrieben. Was sagst du zu Leuten, oder wie erklärst du dir, dass die da doch so viel Gegenwind erfahren und auch teilweise so viel auch Hass im Netz verbreitet wird, wenn sich eben Leute für dieses Thema einsetzen? Naja, Hass im Netz ist ja ein Kapitel, das ist ja ganz weit gestreut. Das ist sowieso ein Phänomen, wo sich mir die Haare sträuben. Nein, ich fand diese Fridays for Future Bewegung längst überfällig. Also ich habe mich wirklich lange, ich stamme ja nur einer Generation ab, wo man eher so ein bisschen auch schulpolitisch und politisch sich engagiert hat. Und dann gab es eben halt eine Schülergeneration oder mehrere, die haben sich eigentlich überhaupt nicht um Politik gekümmert. Schuldig. Ja, ja so, und das fand ich furchtbar. Und ich habe immer überlegt, wir haben auch selbst auch Jugendcamp initiiert, wo wir junge Menschen, Schüler zwischen 16 bis 18 Jahren oder bis zum Abi hin für Umweltthemen versucht haben zu sensibilisieren, ohne zu moralisieren oder so etwas. So, und dann kam die Greta und mit ihrem Schulstreik und ist da etwas entstanden, was ein Phänomen ist und was ich für grandios halte, weil natürlich ist sie zu einer Galionsfigur geworden. Und ich glaube, junge Leute dürfen einfach auch Forderungen stellen, die vielleicht ein bisschen over the top gehen, hier oder da. Das ist doch ihr Recht. Und dieses sich artikulieren und plötzlich sagen, wir sind nicht einverstanden mit der Rechnung, mit der politischen Richtung, wie es weitergeht. Und das ist ja parteiübergreifend. Es ist ja nicht eine Partei, die hier an den Pranger gestellt wird, sondern es ist eine, finde ich, unglaublich wichtige Bewegung. Und deshalb suchen wir auch den Kontakt mit den Fridays for Future-Leuten. Und das haben wir auch letztes Jahr auf Pelvorm beispielsweise gemacht, wo die dann zum Schiff kamen mit ihrem Streikbike. Das fand ich ganz witzig. Die sind ja unheimlich kreativ und machen ganz tolle Sachen. Und insofern, finde ich, ist das gerade unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Entwicklung ganz wichtig, dass auch die Elterngeneration und natürlich die jungen Leute selbst plötzlich das auch von einer ganz anderen Perspektive und von einer ganz anderen Richtung damit konfrontiert werden. Nun sind dieses Jahr ja auch Bundestagswahlen. Was würdest du sagen, wie wichtig ist der Wahlausgang oder wird das keinen großen Einfluss haben? Ach, das hat doch jetzt schon großen Einfluss auf die Wahlstrategie. Also, ich meine, Wahlkampf ist das eine und das andere ist, was davon übrig bleibt nach der Wahl. Aber ich glaube, es kommt keine Partei mehr drum rum, das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz wirklich glaubwürdig auch zu vertreten. Also nicht nur irgendwie in ihrem Wahlprogramm aufzunehmen, sondern die müssen auch dazu stehen. Und sie werden natürlich auch, denke ich, danach an ihren Versprechen gemessen werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn man das so sieht, wie die Wahlprogramme jetzt so entstehen, dann merkt man ja, dass das schon einen erheblichen Anteil daran hat. Und nochmal, und das finde ich, ist ganz wichtig, das ist auch wirklich mit ein Verdienst der Fridays for Future Bewegung. Und deshalb muss man eben sehen, nach dem Motto, wir haben ein Problem, aber wir können das Problem lösen, wir müssen es wirklich auch nur wollen, und darin muss trotz aller Streitkultur muss auch ein gesellschaftlicher Konsens darin bestehen, dass man dieses Problem konstruktiv angeht. Arvid, mich würde noch mal interessieren, nach dem, was du alles gemacht hast in deinem Leben, die ganzen Expeditionen, wir konnten ja nur ein bisschen was anreißen, an der Oberfläche kratzen, weil du eben schon so viel gemacht hast. Gibt es trotzdem noch irgendwas, wo du sagst, das würde mich noch mal reizen, das ist noch irgendwie auf meiner To-Do-Liste, da würde ich gerne noch mal eine Expedition hinmachen? Ja, es gibt bestimmte, ich bin ja noch nicht auf der ganzen Welt gewesen, also es gibt ja immer noch viele Regionen, wo ich gerne hin möchte, also wo ich ja so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu habe, ist Russland, Sibirien, also ich mag die Menschen sehr gerne, die da leben, die Landschaft ist großartig, aber es ist eben halt so eine politische Eiszeit und die politische Administration, da habe ich mal gesagt, also es gibt etwas, was ist härter als das Packeis. Und das ist die russische Administration. Und das ist auch nach wie vor so. Aber trotzdem diese Herzlichkeit der Menschen und auch der indigenen Bevölkerung, mit der man dort zu tun hat. Also ich würde gerne noch mal wieder dorthin und vielleicht eben dann auch Landstriche aufsuchen, die ich noch nicht kenne. Also, aber mal sehen, das kann ja noch kommen. Sehr spannend. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun für dich, Arvid. Ja, es war super spannend, mal einen Einblick zu kriegen in deine bisherigen Expeditionen.
Ich glaube, wir hätten noch stundenlang weiterreden können, Lars. Absolut. Also vielen Dank, dass du da warst, Arvid. Sehr kann komfortabel bei euch hier. Ja, oder? Und gar nicht so kalt. Ne? Nein, überhaupt nichts gehabt. Das Eis schmilzt, so lautet dein aktuelles Buch. Aber auch alle anderen Bücher sind natürlich lesenswert. Also falls ihr da draußen jetzt ein bisschen Eis geleckt habt, dann schaut mal nach und kauft euch die Bücher. Arvid, ich bin sehr gespannt. Es kommt sicherlich irgendwann nochmal ein Buch von dir und nochmal eine Reise, die erzählenswert ist. Und dann kommst du gerne wieder, wenn du noch Lust hast drauf. Herzlich gerne. Ja, nett bei euch. Dankeschön. Sehr schön. Ich glaube, man muss sagen, für alle, die sich vielleicht fragen, ey, wie kann man denn auch so eine Karriere starten wie Arvid, einfach mal beim lokalen Fleischer nachfragen, da man ein Praktikum machen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Arvid Fuchs, und auch an euch da draußen. Herzlichen Dank, dass ihr diese Sendung unterstützt durch ein Like zum Beispiel auf den Like-Button. Und wenn ihr Rocket Beans TV noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt hiermit tun. Und wir sehen uns einfach in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.